Was ist, wenn deine Sonnencreme genau das verursacht, wovor du glaubst, dass sie dich schützt? Was ist, wenn unsere Haut ein Organ ist, dessen Fähigkeiten wir nie gelernt haben zu nützen? Ich zeige dir heute, wie du dir das Heilsamste von der Sonne holen kannst, ohne deine Haut in Gefahr zu bringen. Wir sprechen heute mal nicht über Vitamin D, dazu gibt es bereits viele Videos im Netz. Ich denke, die meisten von euch sind da gut informiert. Mein Name ist Christina Schmid, ich bin die Autorin von SheStart Botox und natürliches Facelifting und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Hier kann man auch immer etwas gewinnen. Und heute können drei von euch die unbedenklichste Sonnencreme gewinnen, die ich für euch finden konnte und die man ganz ohne schlechtes Gefühl verwenden kann. Die Sonne macht uns jung und schön und sie macht uns alt und krank, wenn wir nicht aufpassen. Sie ist also lebenswichtig und gleichzeitig gefährlich. Damit unterscheidet sie sich eigentlich kaum vom Wasser. Nur, dass man uns relativ früh beibringt, mit Wasser richtig umzugehen und mit der Sonne leider nicht. Gleich vorweg, ich bin keine Ärztin und das sind keine therapeutischen Ratschläge. Ich erzähle euch ein paar interessante Fakten und wie ich diese für mich persönlich umsetze. Einerseits empfiehlt man uns, möglichst täglich Sonnencreme zu tragen. Andererseits fragen sich mittlerweile einige Experten, ob der Mangel an Sonnenlicht und das Übermaß an künstlichem Licht nicht die Ursache für so einige chronische Krankheiten sind. Ich finde es schön, dass nun nach und nach Therapeuten die Heilkraft der Sonne wieder entdecken und mit dieser tolle Erfolge haben bei Übergewicht, Diabetes, Hautkrankheiten und hormonellem Ungleichgewicht. Und ja, selbst bei Hitzewallungen. Unsere Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen und unsere Darmbakterien brauchen die Infrarotstrahlung der Sonne. Schwächelnde Mitochondrien sind die Grundlage für sehr viele Krankheiten, auch für Krebs. Und die Infrarotstrahlung stärkt sie. Aber nicht nur das. Wenn wir nicht regelmäßig Sonnenlicht sehen, weiß unser Körper nicht, wie spät es ist und wann er welche Hormone zu produzieren hat. Das künstliche Licht stresst und verwirrt ihn. Wir brauchen einfach das Sonnenlicht. In Holland gibt es ein erfolgreiches therapeutisches Zentrum, wo man nur dann behandelt wird, wenn man sich von vornherein dazu bereit erklärt, täglich 2 Stunden draußen im natürlichen Licht zu verbringen. Das ist eine wichtige Grundlage der sogenannten quantumbiologischen Behandlungen und Therapien. Gerade in den USA gibt es immer mehr Therapeuten, die mit der Kraft der Sonne arbeiten und super Erfolge haben bei Unfruchtbarkeit, Wechseljahrssymptomen und anderen hormonellen Problemen. Sie arbeiten mit der Kraft der Sonne und der Erde, also im Grunde genommen mit der Grundlage unserer Existenz und offensichtlich auch unserer Gesundheit. Die allerwichtigste Grundlage dieser Therapien ist der Aufenthalt in der Morgensonne. Das Motto lautet: Versäume keinen Sonnenaufgang. In der Morgensonne hat man ein sehr ausgeglichenes Farbspektrum, minimalst UV-Strahlen und 42% der für uns so wichtigen Infrarotstrahlung. Man kann hier also volle Lebenskraft tanken, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verbrennen. Das morgendliche Sonnenlicht wird mittlerweile von einigen Experten von der Bedeutung her als gleichwertig mit der Ernährung und der Bewegung betrachtet. Dazu möchte ich ganz kurz sagen, dass unser Gehirn zu 48% aufs Licht angewiesen ist und nur zu 10% aufs Essen. Das Licht ist also ein wichtiger Nährstoff. Jedenfalls sorgt die Morgensonne dafür, dass unser Körper weiß, wann er Melatonin, das Schlafhormon, und wann er Cortisol, das Stresshormon, das uns morgens wach macht, produzieren soll. Das gibt uns tagsüber Power und nachts einen guten, erholsamen Schlaf. Die Empfehlung lautet, morgens deine Augen und möglichst viel deine Haut der Sonne zu exponieren. Und zwar direkt beim Sonnenaufgang oder zumindest möglichst bald danach. Zwischen dir und der Sonne sollte möglichst keine Art von Filter sein. Das heißt kein Fensterglas, keine Brille, keine Kontaktlinsen, kein Make-up und auch keine Creme. Die Augen übersetzen die Lichtsignale für den Körper und leiten sie weiter und die Haut ist praktisch ein Sonnenpanel. Die Morgensonne bereitet außerdem die Haut auf die intensivere Strahlung des Tages vor. Wenn man regelmäßig in der Morgensonne sitzt, kann sich sogar der eigene Hauttyp verändern. Das beweist mitunter Dr. Jack Cruise, der Neurochirurg, der der Vater dieser Therapieform ist. Er hat irische Wurzeln und rote Haare. Er hat seine Haut so trainiert, dass er mittlerweile im sonnigen New Orleans lebt, wo er täglich 4 Stunden draußen verbringt in dieser starken Sonne, ohne Sonnencreme
ohne sich dabei einen Sonnenbrand zu holen. Was für uns irgendwie arg klingt, hat ihm aber geholfen, seine Gesundheit zu retten. Es gibt immer mehr Menschen, die das machen und den eigenen Hauttyp weiterentwickeln. Ich möchte nur dazu sagen, es dauert bis zu 2 Jahre, bis es soweit ist. Darum geht's hier auch nicht. Ich will dir nur zeigen, wozu unsere Haut an und für sich aus sich heraus imstande ist. Was ich sehr spannend finde und warum ich mein Shirt morgens in der Sonne hochziehe, ist, dass die Rot- und Infrarotstrahlung der Verdauung so gut tun. Ich persönlich denke, dass das der Grund ist, warum Menschen in sonnigen Ländern Kohlenhydrate viel besser verstoffwechseln als wir. Diese Rot- und Infrarotstrahlung haben auch starke Anti-Aging-Effekte. Deswegen gibt es sie ja auch in Form von Masken gegen Falten. Auch wir haben so eine Maske in unserem Shop. Einige von euch haben sie ja schon besorgt. Es ist eine Maske in einer ausgezeichneten Qualität, die in über 40 klinischen Studien getestet wurde. Aber warum ich so ein Fan von ihr bin, ist, weil sie flexibel ist. Das heißt, man kann sie auch für die Kopfhaut verwenden, zum Beispiel, weil dieses Licht auch gegen Haarausfall hilft. Oder, das mache ich des Öfteren, man legt sie sich auf den Bauch, weil die Darmbakterien dieses Licht brauchen. Unsere Zellen brauchen das richtige Licht. Wir bestehen ja aus Licht. Da die Maske etwas kostspielig ist, haben wir sie jetzt auch in Form von Minis. Schau mal in unseren Shop. Ich gebe dir den Link dazu unter das Video. Jedenfalls empfiehlt es sich, morgens mindestens 12 Minuten in den Osten zu schauen. Je mehr Haut du exponieren kannst, umso besser. Du hilfst ihr dadurch, ihren eigenen Schutz auszubauen. Wenn es bewölkt ist, werden 20 bis 30 Minuten empfohlen. Das wäre ideal. Wenn das nicht geht, genügt es auch, am offenen Fenster zu stehen, auch wenn dieses Fenster nicht in den Osten zeigt. Deine Haut hat vielleicht nicht so viel davon, wie wenn du in den Osten schaust. Sie profitiert dennoch, aber vor allem über deine Augen bekommt dein Körper wichtige Signale für die Produktion deiner Hormone. Wenn die Morgensonne gar nicht geht, ist Abendsonne die zweite Wahl. Ich persönlich sitze oft eine gute Stunde in der Sonne, vor allem wenn es schön ist. Ich bin eine der Glücklichen, die selbst bestimmen können, wann sie arbeiten. Ich komme da oft einfach nicht weg. Es lädt einen auf wie einen Akku. Man ist fast ein bisschen high, wenn man wieder reingeht. Unsere Haut hat also eine Lichtschwelle, das ist ihr eigener Schutzmechanismus und diesen kann man trainieren. Und dafür scheint die Morgensonne ganz wichtig zu sein. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch ein Video interessieren würde, wo ich mehr auf den Zusammenhang zwischen der Sonne und der Hormonproduktion eingehe. Ich weiß, ich schulde euch noch ein Video über das Schlafen in Schräglage. Es ist in Vorbereitung und kommt ganz bald. Und natürlich ist es wichtig, die Haut vor starker Sonnenstrahlung zu schützen. Wer also in den Urlaub fahren will oder im Sommer in die Sonne will, kommt um das Thema Sonnencreme nicht drum herum. Und hier ist es mir wichtig, euch ein paar Sachen über chemische Schutzfilter zu erzählen und euch auch eine Creme zu zeigen. Ihr habt ja oft danach gefragt, die unbedenklich ist. Wir wollen etwas haben, was praktisch ist, was nicht fettet, nicht weißelt, aber natürlich etwas, was gesund ist, was uns schützt und sich nicht mal in der Sonnenhitze in toxische Stoffe verwandelt. Deswegen ist diese Creme so wichtig, aber erst einmal möchte ich gerne, dass ihr versteht, warum es so wichtig ist, dass wir von den chemischen Schutzfiltern wegkommen. Das ist für uns wichtig, aber auch für unsere Umwelt. Erstens, es wird so viel Sonnencreme verwendet wie noch nie zuvor. Gleichzeitig explodieren die Hautkrebsfälle wie noch nie zuvor. Selbst die Deutsche Krebsgesellschaft sagt, es wurde in Studien festgestellt, dass Sonnencreme-Benutzer häufiger Hautkrebs bekommen. Es wird dann wieder mit allen möglichen Argumenten heruntergespielt, aber Tatsache Nummer 2 ist, noch vor 5 Jahren hat das Deutsche Krebsforschungszentrum behauptet, dass keine klinischen Studien einen Zusammenhang zwischen Krebsrisiko und UV-Filtern in Sonnencremes vermuten lassen. 4 Jahre später, also letztes Jahr, verbietet die EU den Einsatz von Benzophenonen bzw. Octocrylen, die sich nun doch als krebserregend erwiesen haben. Tatsache Nummer 3, es bleiben weitere bedenkliche Stoffe in den Sonnencremes, die teilweise sogar hormonell wirksam sind. Man kann diese Stoffe bei den Benutzern
relativ schnell im Urin, im Blut, in der Muttermilch nachweisen. Sie scheinen sich also im ganzen Körper zu verteilen. Gleichzeitig liest man im Standard und anderen seriösen Medien, dass noch keine Studien gezeigt haben, dass Sonnencremes vor Hautkrebs schützen. Tatsache Nummer 4. Vor einiger Zeit wurden in Hawaii bestimmte Sonnencremes verboten, weil sie Korallensterben verursachen. Das heißt, selbst extrem verdünnt im Meer sorgen diese Chemikalien dafür, dieselben Chemikalien, die man uns als bedenkenlos verkauft, dafür, dass Korallensterben und das Erbgut der Fische beschädigt wird. Einige dieser Chemikalien sind bei uns immer noch erlaubt. Mir persönlich genügen diese Fakten dafür, dass ich keine chemischen UV-Filter verwenden möchte und sie deswegen auch niemandem empfehlen möchte. Eine gute Alternative sind hier mineralische Sonnencremes. Hier ist das Problem oft, dass sie so dick sind und weißen. Und ich habe jetzt eine aufgetrieben für euch, die nicht weißert. Ich bin mit ihr sehr glücklich und 3 von euch werden sie heute gewinnen. Das Schutzmineral darin ist Zinkoxid. Passt ein bisschen auf, in diesem Bereich wird gerne auch Titanoxid verwendet. Auch hier wird diskutiert, ob das so harmlos ist. Und vor allem sollte das Schutzmineral nicht im Nanopartikelbereich sein. Das ist hier natürlich nicht der Fall und sie weißelt nicht. Halleluja! Ich trage meine Sonnencreme nämlich meistens über meinem Make-up. Oft ist es schon ein bisschen später, wenn ich in die Sonne gehe. Und dann bin ich froh, wenn ich etwas habe, was das Make-up im Grunde genommen nicht negativ beeinflusst. Ganz wichtig ist es, die Creme soll nicht einmassiert werden in die Haut. Es ist keine chemische Creme, die in die Haut hinein muss, sondern man trägt sie auf ohne Druck und ohne Reibung. Dann bildet sich so ein gräulicher Schleier und der verschwindet nach einer Minute. Also dann einfach ein bisschen einwirken lassen. Die Creme verbindet sich mit dem Hauttalg und wird praktisch unsichtbar. Wenn du magst, kannst du nachher noch eine Schicht auftragen oder du belässt es bei einer Schicht. Mir persönlich genügt eine Schicht. Da sich die Creme mit dem Hauttalg verbindet, würde ich dir empfehlen, wenn deine Haut sehr trocken ist, dass du zuerst deine Creme verwendest und danach die Sonnencreme, damit sie einfach genug Talg hat, mit dem sie sich verbinden kann. Das nächste Tolle an dieser Creme ist, sie braucht sich nicht auf. Das tun ja nur die chemischen Cremes, weil sie vom Körper abgebaut werden irgendwann. Hier bleibt die Schicht eigentlich, solange sie nicht irgendwie durch Druck oder Reibung abgetragen wird. Das bedeutet gleichzeitig, nach dem Baden solltest du dich noch einmal eincremen. Das gilt aber für die chemischen Filter genauso. Es steht zwar drauf, wasserfest, aber jeder Experte sagt, lieber noch mal einschmieren nach dem Baden. Es ist also hier genauso wie dort. Das hier ist meiner Meinung nach die beste Sonnencreme, die der Markt momentan hergibt. Es gibt sie in dieser handlichen Größe, die man leicht in die Handtasche steckt. Es gibt sie auch als Tube. Beide bekommst du auch bei uns im Shop. Den Link gebe ich dir unter das Video. Wenn du der Meinung bist, dass es an der Zeit ist, dass wir aufhören, uns selbst und unsere Umwelt mit Stoffen zu vergiften, deren Wirkung nie wirklich getestet wurde, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Wenn du eine der Cremes gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde kommenden Freitag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. In diesem Sinne, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!